Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute soll es mal um 5 Tipps gehen, die man zu Sonnenuntergängen nutzen kann. Viel Spaß damit. Tipp Nummer 1, sei unbedingt früh genug am Spot und such dir den richtigen Ausschnitt. Das ist ganz besonders wichtig, denn gerade wenn es dunkler wird, dann wird es schwieriger, den richtigen Bildausschnitt zu finden. Also sei früh genug da, überleg dir genau, was du machen willst und bleib dann auch in dieser einen Komposition. Tipp Nummer 2, stell den Weißabgleich unbedingt statisch ein. Das heißt, dass er sich nicht automatisch verändert. Bleib immer bei dem gleichen Weißabgleich, ungefähr 6000 Kelvin, dann hast du ein schönes Orange in deinen Bildern drin und eine warme Tönung. Tipp Nummer 3, und dazu gibt es auch schon ein Video, erstelle unbedingt Belichtungsreihen. Du hast, wenn du direkt in die Sonne fotografierst, immer einen sehr, sehr großen Umfang an Helligkeiten, Dunkelheiten. Und deswegen ist es besonders wichtig, da Belichtungsreihen zu erstellen, um dann später noch die Möglichkeit zu haben, in allen Bildbereichen Details zu gewinnen. Ich verlinke dir unten auch nochmal das Video zu den Belichtungsreihen, wie man die genau erstellt. Und dann weißt du auch ganz genau, worum es geht. Tipp Nummer 4, und den habe ich auch schon mal in einem anderen Video gebracht. Wenn du direkt in die Sonne fotografierst, dann können unter anderem ungewollte Lensflares entstehen auf dem Bild. Und die kannst du ganz einfach entfernen, indem du hier beim zweiten Bild einfach mal die Hand vor die Sonne hältst und damit die Sonne komplett ausblendest. Und dann kannst du später das Ganze in Photoshop wieder ausmaskieren. Auch dieses Video packe ich dir unten nochmal in die Videobeschreibung. Tipp Nummer 5 und damit auch der letzte, und das kann ich hier heute gar nicht selber von mir behaupten, aber nutze Wolken, um Dramatik zu erzeugen. Wenn viele Wolken am Himmel sind und du trotzdem die Sonne noch durchsiehst, dann entsteht eine ganz besondere, tolle Dramatik im Bild und die solltest du dir unbedingt zu Nutzen machen. Heute eher weniger bewölkt, aber trotzdem cooler Sonnenuntergang. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du noch Fragen hast, kommentiere gerne unter dem Video. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Video. Viel Spaß beim Fotografieren. Ciao.